Hallo und herzlich willkommen zu unserem YouTube-Kanal. Heute haben wir eine saftige Geschichte aus der Welt der Promis für euch. Desiree Nick, die glamouröse 67-jährige Reality-TV-Ikone, hat einen klaren Wunsch. Sie möchte das Cover der aktuellen Playboy-Ausgabe zieren. Doch halt! Hier kommt die Wendung, auch die 56-jährige Iris Klein hegte vor kurzem den Gedanken, sich für das Magazin nackt ablichten zu lassen. Klingt nach einem möglichen Wettstreit der Generationen, oder? Anfangs schien es so, als könnte dieser Traum für Iris in Erfüllung gehen, denn der Playboy-Chef war nicht abgeneigt. Doch plötzlich platzte der Traum und Desiree scheint darüber mehr als erleichtert zu sein. Warum? Das verrät sie in einem Interview mit der Bild-Zeitung. Ich stimme der Leserschaft zu, dass ich Iris Klein nicht nackt im Playboy sehen möchte, erklärt sie mit Nachdruck. Ich möchte auch keine Frau auf dem Wochenmarkt nackt sehen. Da sage ich, nein, danke. Desiree ist also klar in ihrer Meinung. Die Gründe für ihre Ablehnung sind ebenso deutlich. Desiree findet, dass Iris das gewisse Etwas für eine Playboy-Inszenierung fehlt, Stil, Klasse, Anmut, Grazie und Eleganz. Sie ist der Meinung, dass diese Eigenschaften nicht durch Schönheitsoperationen erkauft werden können. Ein starker Standpunkt, den sie da vertritt. Aber das ist noch nicht alles. Desiree hat auch eine klare Meinung über Iris Auftritt bei der New York Fashion Week. Seitdem Iris Klein auf dem Laufsteg war, hält sie sich für Kate Moss und möchte wohl Claudia Schiffer Konkurrenz machen, äußert sie. Doch Desiree zieht ihre eigene Schlussfolgerung, keiner kennt die Designerin, für die Iris gelaufen ist. Das war nur die Freundin einer Freundin, die ihr einen Gefallen getan hat, erklärt Desiree und lässt keinen Zweifel an ihrer Meinung.